Vieran, herzlichen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Sindatilse! Aber, Moment, ja, so geht's. Das letzte Mal haben wir die Bardenakademie abgeschossen und wie versprochen, Klappe halten. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Dankeschön. Haben wir die Bardenakademie abgeschossen und sind jetzt, wie versprochen, machen wir jetzt das Strangborn DLC. Ach ja. Was ist jetzt die Quest? Untersuche den Schrein. Suche nach Informationen über Mira. Gut. Stimmt, Serana habe ich ja nach Hause geschickt. Die ging mir nämlich letztens ein bisschen auf die Nerven. Aber macht ja nichts. Ja, nichts. Nein, nein. So. Ah ja, ich wollte auch den Sammlerquest annehmen. Ihr dort. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Sehr interessant. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Mira Ark. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht, woher. Oh, wartet, ich erinnere mich. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Mira Ark ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend. Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mira Arks. An eurer Stelle würde ich doch suchen. Suche den Tempel von Mira auf. Sehr schön. Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Das willst du auch gar nicht wissen, wie es ausgeht. Morrowind ist die Heimat der Dunmer. Die geringeren Völker nennen uns Dunkelelfen. Wir erschaffen dort große Werke wie Vivek und Aldrun. Viele von ihnen sind jetzt zerstört, entweder durch den Roten Berg oder die Invasion der Argonier. Der Rote Berg dominiert die Insel. Ab und zu landen Asche und Geröll einer Eruption an unseren Küsten. Dann ist da die große Insel Fartenfell und das Küstengebiet auf dem Festland. Das Haus Telvanni hat seine Besitztümer auf Fartenfell. Ich selbst war nie auf dem Festland. Wie viel will er noch? Das ist der einzige Ort, an dem man die Schlickschreiter finden kann. Obwohl es mir gelungen ist, bei meiner Ankunft ein paar hier heimisch zu machen. Okay, reicht jetzt auch. Sind wir fertig? Und wenn die Welt erst hört. Gut. Dann auf und ein bisschen Erkundung auf. Nein, Quatsch, in Morrowind. Alter, Grammatik ist auch gerade geil. Was war das jetzt für ein Knall? Quatsch. Starke Heilung. Ging's hier raus? Nein, das sind die Minen. Wobei, hier gibt's auch eine Quest meines Wissens nach. Wenn es die schon direkt am Anfang gibt von Morrowind, also vom Dragonborn. Das weiß ich gerade nicht. Verdammt, Frau, lasst mich! Kreskius, bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine letzten Tage nicht als Witwe verbringen.
Und ich sage, ich werde tun, was in meiner Macht steht, um die Überreste meines Urgroßvaters zu finden. Er ist da unten. Ich kann es spüren. Das war vor fast 2 Jahrhunderten. Gut möglich, dass gar nichts mehr da ist. Lasst mich gehen, Weib. Kreiskius, ihr seid ein alter Dummkopf, der schnurstracks in sein Verderben rennt. Und wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Was geht euch das an? Ich kenne euch doch nicht einmal. Vielleicht. Es fällt mir in letzter Zeit schwer, jemandem zu vertrauen. Alle halten mich für verrückt. Aber ich sage euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen würde. Ein Geheimnis, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor 2 Jahrhunderten unter den Teppich gekehrt hat. Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels mit einer wertlosen Unglücksmine zurückgelassen. Gratian Cerellius. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Er starb vor fast 200 Jahren in diesen Minen. Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft sprach von einem furchtbaren Unglück. Er soll bei einem Steinschlag ums Leben gekommen sein, aber ich kenne die Wahrheit. Beim Hausputz sind meine Frau und ich auf eine verschlossene alte Truhe mit einigen Besitztümern meines Urgroßvaters gestoßen. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die ostkaiserliche Handelsgesellschaft, und einen Schlüssel. Es geht um eine Entdeckung, die einige der Bergleute in der Mine gemacht haben. Sie wollten, dass Gratian sie sich genauer ansieht. Es muss sehr wertvoll für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft gewesen sein, denn sie haben diesen Teil der Mine komplett abgeriegelt. Ja, zumindest vermute ich das. Ich habe den Eingang noch nicht gefunden. Endlich! Endlich glaubt mir jemand! Glaubt mir, dort unten liegt etwas Großes. Etwas, das die ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor uns allen verbergen wollte. Nun, meine Frau sagt immer, ich sei zu alt, um in der Mine herumzuschnüffeln. Die Zeit ist mein Gegner. Mein Alter hat mich eingeholt, bevor ich die Antworten finden konnte, nach denen ich suche. Ja, ich will wissen, was mit Gratian geschehen ist. Und was die ostkaiserliche Handelsgesellschaft uns allen verheimlicht. Gratian hat seine Entdeckung in einem Notizbuch festgehalten. Wenn ihr seine Überreste findet, sollte uns das weiterbringen. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meinen verlorenen Respekt wiederfinden kann. Gut. Nehmt euch da unten in Acht. Die Mine kann heimtückisch sein. Den kann man noch mal kurz vorher machen, bevor ich jetzt nach Mira. So viel zum Thema, seid vorsichtig. Bevor ich Mira aufsuche. Achso, ich habe meinen Bogen ausgerüstet. Sehr schön. Eigentlich nicht, aber egal. Wood Rocks. Na komm. Oh, du kannst ruhig hier liegen bleiben. Oh, eine Drock-Geisel ist okay. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Aber gut, das ist halt man liegen geblieben. Jetzt werde ich hier doppelt gerollt. Brust. Aha. Das ist ein Schießduell. Kannst du haben. Oh, macht ja nichts. So.
Glaubst du, ich erkenne euch nicht? Diese Drog-Geiseln, Alter. Wart ihr eigentlich Drachenbluts oder wart ihr wie Drachenblüter, Drachenblute? Oder wart ihr wie... Gott, wie hieß denn der nochmal? Ulfric von Sturmmantel, der die Stimme einfach so gelernt hat. Wenn er mir so wenig Schaden macht, dann kann er nicht große... Kannst du mal deine Scheißwaffe bei dir behalten? Alter, hier sind ja nur Geiseln, Alter. Ja, was willst du denn? Zeig nicht so auf mich, das ist unverschämt. Der hat schon gemerkt, dass ich auf ihn schießen wollte und er steht deswegen schon mal auf. Ihr könnt euch nicht... Ach, noch einer, wo kommst du denn her? Ja, ja, ja. Ah gut, dass der alte Mann nicht nach unten gekommen ist. Das hat ihn gut geschadet. Willst du auch nochmal aufstehen? Ne, du bist komplett in der Leiche, okay. Gut, dann haben wir ja einen guten Schatz. Ah, Meister, Leco mio. Aber ich habe einen 99 plus die Triche, das ist geil. Aber nicht, wenn ich so umgehe damit. Okay. Ich krieg das noch hin. Sag ich ja, krieg ich noch hin. Auf jeden Fall. Ach du Kacke, habe ich viel dabei. Das ist natürlich nicht so geil. Na. Pack ich die hier zurück. Weil es gibt etwas, was ich hier mitnehmen will. Deswegen bin ich hier in die Mine reingekommen. Liegst du hier rum? Ein Wundertrunk des Waldes. Es gibt nämlich einen Grund, warum ich in diese Mine reingekommen bin, deswegen bin ich auch da. Ey, beschädigtes Buch. Ah, schade, ich dachte, das wäre ein Hebel. Okay, dann kann ich das ja wieder wegwerfen. Wundertrunk der Stärke. Der sieht so verdächtig aus. Hat er ja auch schon längst eigentlich aufgestanden, stimmt. Feuersalz, Wildschweinhauer. Was es hier nicht so alles gibt. Warum ist es so eine leere Urne? Das Wasserwandeln ist. Ich kann Jesus sein. Eine Biene. Okay. Gelbe Bergblume, Feuersalz, nein, Feuersalzknochenmehl und eine Lichtblüte, Gelee und Riesenzeh, funktioniert tatsächlich. Und Silberbarsch, Zipulus und eine Todesglocke. Und Vampirstaub, Wildschweinhauer, Vampirstaub und eine rote Bergblume. Zwergenöl. Diesen Zehn. Da habe ich meine Alchemiekenntnisse wieder verbessert.
Achso, warte mal. Ich habe ja keine Zutaten mehr, außer die Purpurnerin wird's, aber davon brauche ich 30 Stück. Ach nö, jetzt habe ich so ein einbalsamiertes Werkzeug. G, H, J, K, L, M, N, O, A, B, C, D, E, F, G, hier, einbalsamiertes Werkzeug, weg damit. Oh, da ist was drin, 10 Goldzaubertrank der geringen Ausdauer, nehme ich mal mit. Letzter Versuch. Sehr schön, eigentlich nicht, aber egal. So. Kommst du da hoch, oder wie? Ja, dann muss ich dir die Tür öffnen. Und schon wieder so eine Drog-Geil. Drog-Todeshüß sogar. Ja, okay. Ah ja, genau. Du gerennst. Wen wollen die eigentlich verarschen? Ich werde jetzt hier hin und her geschleudert, Alter. Bin ich hier euer Spielzeug, oder wie? Diesen Helm hätte ich gerne von denen, aber die kriegt man nicht. So eine kleine feige Sau. Aber, das Gute ist... Im Erzpfeil oder was? Was tun die denn so weh? Das ist doch voll unverschämt, ey. Je weiter man im Level steckt, desto mehr nur die Todesfürsten, Alter. Gieß mal sterben. Dankeschön. Gold, alter Nordpfeil. Jetzt bin ich aber gespannt, was der für... Nix hier raus war, Alter. Da hat er einfach nur so einen hohen Skill im Bogenschießen, dass das so verdammt wehtut. So, welche Pfeile nutzt du? Orkischer Pfeil. Warum tut das so viel, verdammt? Ein Krug, okay. Eine Schale. Experte. Ja, geil, als ob das einfach... Ganz leicht nach links geneigt, ja. Arkane Verzauberung, kriege ich da irgendwas weggezaubert, entzaubern. Ja. Einhändige Angriffe. War ich auch so. Der Rest geht nicht. Ich habe ansonsten auch nichts mit zum Verzaubern. Egal, passt. Achso. Diese Todesfürsten haben mich abgelenkt. Deswegen habe ich gar nicht realisiert, dass hier ein Durchgang ist an sich. Aber macht ja nichts. Zauberbuch Eisstachel. Kann ich den schon oder kann ich den nicht? Habe ich mir den gekauft? Ich weiß es nicht. Ist aber bei sonstigen dabei? Oder. Nee, Quatsch, die sind ja bei Büchern. Sehr schön, hat sich gelohnt. Jetzt kann ich auch den eisigen Stachel. Ich werde hier verarscht von denen. Warum ziehen die eigentlich so viel Schaden? Frech. Immer hier gegen Magier vorgehen. Ein geheimer Gang. Da liegt das, was ich haben will. Ach, nur eine Adeptentruhe. Sehr schön.
gravierte Nordrüstung. Ich meine, die habe ich, aber die ist auch viel zu schwer. Komme ich da irgendwie gut runter? Ohne mir komplett den Arsch zu brechen. Den Arsch. Sehr schön. Hier hinten ist noch eine Truhe. Sehr schön. 20 Gold nehme ich immer gern. Und dann ist hier nämlich was, was ich haben will. Milius. Warum weißt du, dass das der ist? Nein. Okay. Okay, irgendein Tagebuch soll ich lesen? Tagebuch, nein. Gradians Tagebuch. Sehr schön. Waffen. Die Blutskal. Wie macht er das so seitlich? So, okay, ich muss mich währenddessen bewegen, okay. Ich habe mich schon gefragt, wie der das macht. So. Meine Ausdauer lässt echt zum Wünschen übrig. Aber macht ja nichts. Wartet man eben 2 Sekündchen. So gut ist, man muss nur so ungefähr. Und so. Und nochmal der letzte Schnitt. Ich mag einfach dieses Schwert. Ich werde es zwar nicht benutzen häufig, aber trotzdem. Die Blutskaldenklinge. Ich mag sie. Aber ich bin ein Magier. Da kann ich die nicht gebrauchen. Jetzt, damit stelle ich mich einfach durch. Hier müsste ich auch irgendwas Praktisches erlernen. Oh, nee. Wirklich ein Drachenpriester? Was treibst du da unten, ey? Du hässliches Ding. Deswegen diese Priester. Was hat denn der gerade für ein... Ist das ein Stab oder wie? So. Oder ist das ein Zauber von den Drachenpriester? Hätte doch treffen müssen. Und tschüss, Sikowski, Drachenpriester. Oh yeah. Erhöht Blitzresistent um 50% und Blitzzauberschaden um 25%. Nehme ich mit. Sehr schön. War das irgendein geiler Schrei oder war es kein geiler Schrei? Ah doch, den brauche ich sogar. Also hätte ich früher oder später sowieso hier reingemusst.
Sehr gut. Habe ich mir einen Weg gespart? Einen späteren Weg? Nee. Oder ist das, spielt das keine Rolle? Doch, es spielt eine Rolle. Zwangsschild Dietrich. So. Arkane Verzauberung, kann die nochmal machen. Entzaubern, hab nichts zum Entzaubern dabei, schade. Hatte ich dich schon durchsucht? Ja. Dann bleibt nur noch das schwarze Buch. Dich brauche ich nämlich auch. Mag die schwarzen Bücher nicht. Bin ich ehrlich. Die sind nervig. Und so beginnt noch ein Wesen. Auf der Suche nach Wissen. Mein Reich. Ich bin Hermaeus Amora. Der Prinz des Schicksals und der Fürst der Geheimnisse. Dies ist Apokrypha. Ja. Wo alles Wissen gehortet wird. Vielleicht erweist ihr euch als klug genug, um die versteckten Geheimnisse hier zu entdecken. Wenn ja, seid herzlich eingeladen. Vielleicht seid ihr ein Dummkopf oder ein Feigling. Wenn ja, dann seid ihr in Gefahr. Lest euer Buch erneut und flieht, bevor Apokrypha euch für immer rein. Hast du diese schwarzen Bücher? Aber die braucht man sowieso. Ah, da kam Film ein. Bücher. Kann ich direkt erstmal nochmal einen. So, für dieses Ding hole ich mir jetzt mein Schwert zurück. Ich werde dich einfach durch die Tür zerstören. Ja, dann nimm deine Tentakel da weg. Das ist ja ekelhaft. Das ganze Wissen. Frage ist, warum ist das denn so ein ekelhafter, toxischer Ort, wenn es doch nur das ums Wissen geht? Siehst du mir trotzdem so viel Damage? Obwohl meine Rüstungswerte eigentlich gar nicht so schlecht sind. Gott, jetzt muss ich jetzt mal stucken. Geht so nicht. Aber mal, das ist. Das bringt mir nichts, das bringt mir nur was, wenn ich. Ja, ich stehe in der Plörre und wundere mich, warum ich so viel Schaden kriege. Ja, ja. Passiert. 440, Nachtleder. 35% Taschendiebstahl zu erhöhen. Okay, kann ich mal machen, wenn ich Bock habe, Taschen zu stehlen.
Okay.